ein spannender Teil von Inside World Spirits sind die Botanicals. Was sind eigentlich Botanicals? Einfach erklärt, getrocknete Kräuter und Gewürze zur Heilwirkung, die man natürlich für Spiritosen perfekt verwenden kann, die man auch in der Küche perfekt verwenden kann. Und ich habe das Glück, einen langjährigen Bekannten, der mit dem World Spirits Award über die Academy sehr eng verbunden ist, Patrick Altermatt aus der Schweiz, für dieses Projekt, dass ich das Glück hatte, ihn zu gewinnen. Patrick, schön, dass du bei mir da bist. Schön, dass du mit mir viele Folgen abdrehen wirst. Patrick, du bist ja Schnapsbrenner und hast natürlich mit dieser Materie auch immer zu tun. Ja, Wolfram, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe auf verschiedenen Ebenen damit zu tun, beruflich als Schnapsbrenner im Nebenberuf und da als insbesondere für Bitter, Gin und zum Aromatisieren. Wir haben ja da so eine Kräuterampel. Das heißt, wir werden natürlich die ganzen Botanicals, die du erklären wirst, auch daraufhin prüfen, ob sie für Bitter, Elixiere, Gin oder Absinth geeignet sind. Ich würde sagen, starten wir gleich einmal mit dem ersten Kraut, das du da hast. Was hast du uns da mitgebracht? Genau, ich habe mitgebracht Fenchel. Wir verwenden nicht das Kraut, sondern primär den Fenchelsamen. Den Samen habe ich hier. Die Pflanze ist noch ganz jung. Die ist jetzt im Beginn, treibt dann aus, wird später eine Dolde bilden. Eine Dolde wie Anis, wie Dill, wie Kümmel. Das kennt man von der Form her. Und die Samen, die man daraus gewinnt, die brauchen wir für die Weiterbearbeitung. Ich habe gesehen, bei irgendeiner Dokumentation ist es recht spannend. Ich glaube, mit Beaumont wird der wilde Fenchel auch angepflanzt und da werden die auf dem Markt die frischen Wurzeln verwendet. Das heißt, der wilde Fenchel ist sehr begehrt. Aber was mich auch interessieren würde, wir sind ja da auf 1000 Meter, ist eigentlich winterfest. Kann ich den da anpflanzen? Den kannst du anpflanzen. Wir haben in den letzten Jahren sehr milde Winter gehabt. Das heißt, er überlebt das. Wie das weitergeht, wissen wir nicht. Ob das wärmer wird allgemein. Die Pflanze an und für sich, die kommt ja aus dem vorderen Orient, also aus wärmeren Gefilden, ist dann aber sehr früh, schon im Mittelalter, eingeführt worden. Hat man kultiviert in den Gärten der Klöster und das heißt, die sind bei uns schon fast heimisch. Was ist eigentlich der Inhaltsstoff und die gesundheitliche Wirkung, die positive? Ja, der Inhaltsstoff der schmeckt süßlich und schön. Ist Anethol zum Hauptteil. Das kennt man vom Anis. Ja. Das ist über 80% der Öle, der Inhaltsstoffe, sind das gleich. Wenn man das so verdünnt, dann wird es ja trüb. Das ist ja das Anethol. Das ist ganz genau der Effekt dann, der zum einen gewünscht ist. In den einen Absin zum Beispiel ist das gewünscht. Ansonsten haben wir das nicht so gern als Brenner, dass es Trübungen gibt im Destillat. Wenn man jetzt sagen würde, schauen wir auf die Kräuterampel, für was wäre jetzt eigentlich der wilde Fenchel geeignet? Ist er für Bitter geeignet? Ja, die meisten Botanicals sind sicher für Gin geeignet. Ja. Gin habe ich heute jede Variation. Gibt es Gins mit 3 Botanicals, gibt Gin mit über 60 Botanicals. In den meisten kommt er auch vor. Sicher aber auch für den Absinth. Ja. Ist er auch geeignet. Ich könnte ihn auch als Elixier verwenden. Die Pflanzen von der Qualität her sind je heller, je grüner, umso besser, umso wirkungsvoller, umso qualitativer. Die Hildegard von Bingen, um auf das Elixier zurückzukommen, hat das ja auch als Elixier genutzt, gegen Augenleiden primär. Spannend. Wie weit das heute nachgewiesen ist. Auf alle Fälle, man muss dran glauben. Man muss dran glauben. Aber ich glaube, dass der wilde Fenchel, wenn wir jetzt wieder auf die Kräuterampel zurückgehen, auch für Bitterprodukte sehr gut geeignet ist, weil er praktisch das Pendant, das Süße zu dem Bitter eben ist. Deswegen glaube ich, dass die Kräuterampel mit allen 4 Möglichkeiten voll aufleuchtet, richtig, dass der wilde Fenchel eigentlich ein Allroundler ist, der für alles geeignet ist. Das kann man so sagen, ja. Also, wenn ich da so, Entschuldigung, auf das Brett schaue. Ja. Was hast du da mitgebracht? Das ist ein italienischer Salami mit Fenchelsamen. Die sieht man da ganz klein
angeschnitten. Ja. Die ist eine Spezialität aus dem Piemont und das zeigt auch in Italien, dass sehr viel mit dem Fenchel gekocht wird. Diese Spezialitäten, du hast es vorher schon erwähnt, auch mit den Wurzeln, sind dort verbreitet, werden dort auch sehr stark gefördert, haben eine Tradition.